Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Spezial. Ich bin Alex von The Free Jesser. Wir sind hier stehen geblieben. Auf der. In meiner Augen ist das hier die Siegesstraße. Das, was später die Siegesstraße ist, zähle ich nämlich nicht so richtig dazu. Und ich mache kurz einen Glitzkling-Cut. Ganz böse die Tür absperren, damit sich keiner beschweren kann. Und jetzt kämpfen wir gegen dich. Du solltest die vielen Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Ja, also ich gehe hier mit dem Schutz durch, ne? Milady. Astrena Bär. Ich gehe mit dem Schutz durch. Und, dann hat sich das eigentlich mit den starken Pokémon. Ja, okay, Satoshi kann gegen Starmie nichts ausrichten. Ich Idiot, hab schon wieder vergessen, Skype auszuschalten. Oh, Millisekundenarbeit. Okay, Beißer muss jetzt erstmal den Blubstrahl kassieren. Ja, steckt er weg. Okay, noch ein Blubstrahl hätte jetzt nicht. Musste jetzt nicht sein. Aber vielleicht sind wir mit etwas Glück gleich plötzlich so aus dem Nichts schneller. Nö, das waren wir nicht. Gut, dann beißt Beißer ins Gras. Ein Wortwitz. Bruce Wayne hat keinen Biss. Hat keine Bissattacke. Hat keinen Biss. Nadelrakete. Das ist bitter. Das ist bitter wenig. Warum nur zwei Treffer? Ultra, warum nur zwei Treffer? Da muss wohl der Spuckball ran. Puff. Ja, der regelt das. Satoshi hält 684 Erfahrungspunkte und erreicht Level 34. Ja. Ich habe mich ja auf beschäftigt gestellt, oder? Ich bin wie immer noch online. Beschäftigt. Ja. Oh, Nidoqueen. Vom Typen Gift und Boden. Wasser ist da sehr effektiv. Psycho ist sehr effektiv. Eis, glaube ich, auch. Boden dürfte eigentlich auch was bringen. Machen wir erstmal Kaskade. Jupp, sehr effektiv. So, Body Slam, bitte nicht paralysieren. Wir wurden paralysiert. Antipaarbeere. Wofür haben wir den Müll denn sonst? Ja, mache ich nochmal Body Slam. Arsch. Ja, wir haben ja noch eine Beere. Damit ist wieder ein Platz mehr frei in unserem Inventar. Und wenn du mich jetzt paralysierst, ja, dann reiß ich die Eingeweide raus. Und verkoch sie und verkauf sie dann. Kein Paraheiler. Ja, jetzt machst du Doppelkick, ne? Jetzt, wo ich keine Paralyse-Scheiße mehr benutze. Hier, friss den Eishieb. Friss ihn hart. Und noch ein Starmie. Warum nicht? Als hätte eines nicht gereicht. Und ja, man merkt schon, diese Route ist wirklich ziemlich tough. Also meine Pokémon kriegen da so ihre leichten Probleme. Konfusstrahl erstmal. Um das Starmie ein bisschen zu ärgern. Ja, es funktioniert auch super. Machen wir eine Runde Sternschauer. Das ging relativ fix mit dem nicht mehr verwirrt sein. Wir machen nochmal Konfusstrahl.
Und du bist verwirrt, das wusste ich. Gut, greif weiter mit deinem Blubstrahl an, wenn es ihnen beliebt, Dame. Obwohl Stami ist geschlechtslos. Wieso hat Stami kein Geschlecht? Seltsam. Naja, jetzt ist der Zwitter im Grab. Und Bea wurde besiegt. Hat ja auch nur 5,5 Minuten gedauert. Ja, also wenn wir hier so weitermachen, schaffen wir 3 Trainer pro... Warte, kommt der oben oder unten raus? Egal, iPad geht nach vorne, weil was nützt uns ein paralysierter Satoshi? Oben oder unten? Oben oder unten? Route 26. Oben oder unten? Oben oder unten? Gar nicht, hier kommen können mehr. Okay, jetzt kriegt noch ein Angler, ne? Da ist ein Angler. Ja, okay, surfen wir erstmal hier rüber. Route 27, hier ist nix. Vielleicht ein Item. Irgendwas Verstecktes. Puh. Gut, surfen wir aber. Ich möchte nicht. Ah, das ist doof. Der einzige, der jetzt nach vorne kann, ist Ultra. Weil bei einem Wassertrainer nützt uns ja kein Boden-Pokémon vorne. So, was bist du, El Capone? Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Siegfried, also da sollst du ein paar Eis-Pokémon in deiner Angel haben. Angler Arthur. Mit einem Baldorfisch. Wieso habe ich den scheiß Donnerschock verlernen lassen? Okay, Donnerschock ist weg und deswegen muss ich auf Sachen wie Spukball jetzt zurückgreifen. Und... Das wird bei euch jetzt alles extrem knacken und knicken. Und das nur, weil mir mein Ohr weh tut. Ich glaube, ich mache mal lieber den Ton aus, während ich mein Headset richte. So, schon wieder zurück. Mir tut mein Ohr nur immer noch weh. Ich brauche bald ein neues Headset. Golking. Grümmel, riesiger Goldfisch. Spukball. Gut, die Hornattacke schmerzt ein wenig, aber es lässt sich überleben. Der Superschatz hat keine Wirkung. Das ist gut. So können wir noch ein drittes Mal locker flockig angreifen und Level 37 erreichen mit Ultra. Baldorfisch. Yes, Sir. Auf iPad. So, warum wechsle ich jetzt iPad ein? Baldorfisch ist ein Wassergift-Pokémon, weswegen eine Bodenattacke sehr effektiv ist. Wir müssen einfach nur schneller sein als Baldorfisch und das kriegen wir doch locker hin. Der Schaufler wird es ziemlich hart treffen und mit dem Angriff von Sandama dürfte das Baldorfisch nicht wirklich klarkommen, auch wenn Baldorfisch eine sehr gute Verteidigung haben kann. You see, mein Plan ging auf. Nein, nicht in diesem Kampf. Tja, also da fehlt mir irgendwie die Eisattacken. Und da ist noch ein Fuzzi. Warte, der Psycho-Pokémon. Wow, sieh dir all die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber es reicht dir nicht, sie alle nur zu sammeln, oder? Was denn sonst? Soll ich sie essen? In den Schrank hängen? Rumprallen, anderen ins Gesicht hauen. Los, Cedric. Schmeiß dir einem Psyana entgegen, das wusste ich. Psyana! Oh, ein männliches Psyana! Gegen Ultra. Beides waren früher mal Evolis. Jetzt sind sie verfeindet. Es könnten Geschwister sein. Na, Psystrahl. Ja, enge Kiste. Aber Nadelrakete haut's raus. Ultra.
würde sagen, das bedeutet 3 Runden über den Platz, ne? Das muss ich mit dir nicht besprechen, das weiß er sicherlich schon. Jetzt muss das iPad nochmal kassieren, weil er langsamer ist als ein Psyana. Ja, und er kassiert nicht zu knapp, außerdem ist er verwirrt. Und wenn er sich jetzt selber schlägt, dann könnte er auch noch drauf gehen. Nein, er haut sich glücklicherweise nicht selbst K.O. So, Cedric wurde besiegt. Cedric Macchiati. Guter Kampf. Ja. Weiß ich. Wey. 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 Ist nichts gebracht. Surfer. Ist hier unten vielleicht noch irgendwas? Ich will es jetzt ein bisschen erkunden, tut mir leid. Nö. Ich habe ein Fahrrad. Schutz wirkt nicht mehr. Hm. Dann werden wir jetzt ein paar wilde Pokémon hier mal sehen. Oder auch nicht. So, die nette Dame heilt mich. Ne, gönn ihnen eine kleine Pause. Depp. Hier, deine Pokémon sehen gut aus. Mach weiter so. Ich dachte, ich würde nicht vorschreiben, was ich zu tun zu lassen habe. Diese nette Dame hat einen Torchok in ihrem Team. Passt auf. Sie hat außerdem noch, glaube ich, ein Owei. Da du es bisher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde diesem Kampf alles geben. Das will ich auch hoffen. Also, sie hat, meine ich, ein Owei und ein Turtok. Und das Turtok hat eine sehr gute Verteilung. Susi. Nein, sie hat ein Pikachu und ein Turtok. Gut, wir haben ja unseren Beißer vorne. Zornklinge ging schon mal daneben. Das ist ein perfekter Einstand. Okay, du wolltest es so. Stärke ging daneben. Donner ging daneben. Stärke trifft. Los, bewirf ihn mit Felsen. One-Hit-KO wegen wahrscheinlich dem rosa Band. Entschuldigung, gegen das Mikro gekommen. Und da ist auch schon das Turtok. Bam. Bei Turtoks hammermäßiger Verteidigung will ich gar nichts probieren, ihn anzugreifen. Ich setze direkt Geowurf ein, weil das ja einen geregelten Schaden macht. So, jetzt boostet er sich auch noch mit Fluch. Was Turtok, glaube ich, im Normalfall gar nicht lernen kann. Dieses Turtok aber schon, weil es mies ist. Weil die Trainer auf dieser Route mies sind. Weil mies einfach. So, Turtoks Verteidigung ist jetzt schon verdoppelt. Genauso wie sein Angriff. Wenn der jetzt einen Biss oder sowas raushaut, tut auch schon weh. Aber er kommt nicht mehr dazu. Gut, Susi wurde besiegt. Nein, ich kann das nicht glauben. So, wir nehmen uns hier eine Eisbeere, obwohl das total unnütz ist. Und ich zeige euch das Haus der Tageskinder. Und das ist hier hinten. Da ist auch schon ein wildes Pokémon. Auf dieser Route gibt es Radikal. Auf Level 28. Also jetzt nicht wirklich so super dolle zum Trainieren. Das hier ist das Haus der Tageskinder. An meine Brüdern und Schwestern. Wir sind stolz darauf, Pokémon-Trainern zu dienen. Wenn ein Trainer mit dir spricht, gib ihm etwas Nützliches. Eure Monia. Weiter lesen ja. Montag Monia, Route 40. Dienstag Dietlinde, Route 29. Mittwoch Mitko, die Seele des Zorns. Donnerstag Donatus, Route 36. Freitag Frieda, Route 32. Samstag Samsung, ebenfalls die. Sonntag Sonnfried, Route 37. Und wir haben heute Freitag. Das heißt, wir könnten heute Frieda finden. Und die gibt uns Giftstich. Ja. Von ihr erhalten wir Giftstich. Ich weiß nicht, ob wir den sogar schon haben. Und selbst wenn, brauchen wir nicht. Wir setzen ja keine Giftattacken ein.
So, schnell den Topschutz, den setzen wir nämlich an. Und dann ist auch schon meine Zeit gekommen, um mich von euch zu verabschieden. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich finde, ich mache das ganz toll mit dem Nichtspeeden. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Das ist wie eine Droge. Aber ich krieg das gebacken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.